dieser Text heißt bei Alnatura oder an all die Kinder, die einst erdacht wurden. Als erstes sehe ich seinen lockigen Hinterkopf bei Alnatura. Vielleicht war es auch Netto oder Aldi, ich weiß nicht mehr. Da wusste ich schon, dass ich ihn ansprechen werde. Als ich auf ihn zugehe, wird mir ganz warm. Egal, ich stelle mich neben ihn zu den Tees. Wie toll, er trinkt auch gerne Tee, grinse ich. In seinen großen, mit vielen kleinen Schrammen versehenen Händen hält er den Glückstee. Gott, sind die schön, die Hände, denke ich, und stelle mir vor, wie er vor dem Einkaufen noch gerade ein verletztes Babyschaf aus der Dornhecke gerettet hat und fühle mich auf der Stelle noch mehr zu ihm hingezogen. Ich greife den Darjeeling-Tee und tue so, als würde ich nach irgendwelchen Inhaltsstoffen Ausschau halten. Doof nur, dass in Darjeeling-Tee nur Darjeeling-Tee drin ist. Eigentlich mustere ich ihn ein wenig von der Seite und frage mich, ob ich aufgrund seiner etwas tiefer sitzenden Korthose davon ausgehen kann, dass er auch noch alte Hip-Hop-Kassetten im Regal hat. Genau wie ich. Vielleicht ist das Jonas. Jonas, der Vater meiner Kinder. Der Mann, der mit mir den VW-Buskauf durch Europa tourt, mit Blumen im Haar und sich nicht zu schade ist, falsch mitzusingen oder Flaschendrehen zu spielen und trotzdem so ein richtiger Kerl ist. Aber gut, ich stehe also neben diesem potenziellen Jonas und sehe schon unsere Kinder neben uns. Sie haben dunkle Locken, tragen Gummistiefel in Rot, weil wir uns überlegt haben, doch lieber ein Haus mit Garten am Stadtrand zu kaufen. Und da gibt es nun mal Pfützen. Sie haben ganz rote Bäckchen, weil sie viel in der Natur spielen und erzählen ununterbrochen von ihren Fantasiewelten. Und sie sind 4 und 6 Jahre alt. Als ich mir vorstelle, dass ich noch Zutaten für den Schoko-Smarty-Kuchen kaufen möchte, den sie so lieben, da fällt mir auf, dass Jonas gerade den Laden verlässt mit seinem Rad. Kacke, fuck, scheiße, kack, facke. Genauso ging es mir vor 2 Wochen. Nur waren die Kinder da in meinem Kopf und Jonas da zu blond und Musiker und die Kinder waren kleiner. Somit komponierten wir gemeinsam super coole Lieder und spielten ganz irre Instrumente. Im letzten Jahr dachte ich mir ein Baby mit einem Tischler, Jonas im Obi. Und wir bauten Hochbetten. Und das Jahr davor mit einem Philosophen, Jonas, in der Bibliothek. Und sehr, sehr, sehr schlauen Kindern. So. An all die erdachten Kinder dieser Welt, ich hoffe, es geht euch gut irgendwo und ihr habt ein buntes, glückliches Leben. An all die Männer dieser Welt, die zu Jonasen gemacht wurden. Ich entschuldige mich im Namen von mir und all den Frauen, die gerade erwähnt werden wollen. Entschuldigt unsere Traumschlösser, die aus Märchenkindertagen stammen und entschuldigt, dass wir oft viel zu feige sind. Viel zu feige sind, einfach mal zu sagen, hey, wer bist denn du? Danke.